Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sports hier auf Lände TV. Auch in dieser Woche wieder mit zahlreichen verschiedenen Sportarten. Wir starten in der Ringer Bundesliga. Dort stand am vergangenen Wochenende das große Ländle-Derby auf dem Programm. Im Playoff um Platz 3 traf dabei die Staffel aus Götzis auf die Staffel aus Klaus. Sport 2000 Ringer Bundesliga. Kleines Finale um Platz 3 und 4. Nachbarderby in Götzis. Und dann heißt es, vor voller Hütte, auf los geht's los. The show must go on. Die Ringerparty kann beginnen. In der Klasse bis 57 Kilogramm trifft der Götzner Leiringer Idris Tuschaev auf Klaus-Legionär Pahuki Arvelatze. Und der Leichtgewichtler aus Georgien lässt auch auf fremder Matte nichts anbrennen, ist der klare Chef im Ring und siegt nach nur 44 Sekunden mit 12:0 Punkten durch technische Überlegenheit. Der KSK führt nach dem ersten Kampf mit 4:0. Im zweiten Fight des Abends treffen beiden schweren Jungs Klaus Siegringer und Punktelieferant Johannes Ludescher und Götzis Jungringer Zeki Aksoy aufeinander. Hier dauert es lediglich 1 Minute und 8 Sekunden, bis der Sieger durch technische Überlegenheit mit 12:0 Punkten Yogi Ludescher heißt. 4 weitere Punkte für den KSK bringen nach 2 Kämpfen die 8:0 Führung. Wir kommen zu Fight Nummer 3. In der Klasse bis 62 Kilogramm trifft Hamzat Asukhanov vom KSV auf den Klauser Daniel Struzinski. Der Klauser Youngster muss dabei neidlos die Klasse von Asukhanov anerkennen. Nach 47 Sekunden ist der Kampf zu Ende. Der Götzner siegt durch technische Überlegenheit und bringt seinem Team die ersten 4 Punkte ein. Der KSV verkürzt auf 4:8. Im nächsten Kampf in der Klasse bis 100 Kilogramm kommt es zum Ausländerduell zwischen Sandro Aminashvili vom KSV Götzis und dem Klauser Adri Vishar. Und die beiden Routinier kennen sich gut, gehen kein Risiko ein. Taktik bestimmt das Geschehen auf der Matte. Schlussendlich heißt der Punktesieger Aminashvili. Der KSV erhält 3 Mannschaftspunkte gutgeschrieben und verkürzt auf 7:8. Wieder alles offen im Nachbarderby. Wir kommen zur 68 Kilo Klasse. KSV-Mann Abdrakman Kenesarin, der bisher alle seine Kämpfe der laufenden Saison gewonnen hat, trifft auf den jungen Klauser Luca Hartmann. Dabei beweist der Götzner Ringer neuerlich seine Klasse und verlässt nach 2 Minuten 41 als Schultersieger mit 4 Mannschaftspunkten im Gepäck. Die Matte Götzis übernimmt erstmals an diesem Abend mit 11:8 die Führung. Wir wechseln in die Klasse 88 Kilogramm Freistil. Hier kommt es zum Aufeinandertreffen von Götzis Routinier Martin Kogler und dem Klauser Lukas Linz. Und der Klauser Zollsportler gibt von Beginn weg ordentlich Gas. Nach einer 13:0 Führung in Runde 1 dauert es in Runde 2 noch 1 Minute und 51 Sekunden, bis der 12:0 Punktesieger Lukas Lucky Linz heißt. Der KSK Klaus holt sich die Führung zurück und führt einen Kampf vor der Pause knapp mit 12:11. Im letzten Freistilkampf des dritten Derbys trifft in der Klasse bis 77 Kilogramm der zweite Kogler-Brother André vom KSV im Polizistenduell auf seinen Arbeitskollegen vom KSK Klaus, Laurin Hartmann. Die beiden schenken sich während der gesamten 6 Minuten nichts, geben alles. Der Kampf ist bis zur letzten Minute offen. Schlussendlich setzt sich der Klauser Sheriff mit 8:5 durch. Nach der Freistellrunde führt der KSK Klaus
mit 15 zu 12. Wir wechseln vom Freistil auf Griechisch-Römisch. Die Messe ist noch lange nicht gelesen, wissen die beiden Coaches Michael Häusle und Bernd Ritter in der Klasse wie 57 Kilogramm, Sessa KSV, mit Dennis Florin Miachai, den Europameisterschafts-Bronzemedaillengewinner von Rumänien ein. Der KSK Klaus bringt Jungringer Kilian Begle. Und der junge Klauser muss Lehrgeld bezahlen und unterliegt nach 28 Sekunden auf Schulter. Die Heimischen drehen den Spieß und übernehmen mit 16 zu 15 die Führung. Bei den schweren Jungs, über 130 Kilogramm, kommt es auch in der griechisch-römischen Stilart zum Aufeinandertreffen zwischen Götzis Youngster Zeki Aksoy und Johannes Ludescher vom KSK. Und auch in dieser Stilart ist Yogi der klare Chef der Partie und verlässt nach nur 51 Sekunden als Schultersieger die Matte. Und wieder wechselt die Führung mit 19 zu 16 ins Klauser-Lager. Ist das bereits die Derby-Entscheidung? Fragezeichen. Der KSK versucht jedenfalls alles, um auch in Götzis voll zu punkten. Doch jetzt ist Götzis Time in der Sporthalle. In der Klasse bis 62 Kilogramm bekommt es KSV-Athlet Hamzat Asukhanov mit Daniel Strozinski zu tun. Und der junge Klauser beweist an diesem Abend ein großes Kämpferherz. Fightet mit. Schlussendlich setzt sich aber doch Asukhanov durch und siegt mit 12 zu 5 Punkten. Der KSV verkürzt auf 19 zu 20. Jetzt wird's nochmal so richtig hot in der Sporthalle der Mittelschule. Götzis Routinier Lukas Hörmann trifft bei den 100 Kilo Jungs auf den jungen Klauser Lukas Linz. Der um 12,5 Kilo leichtere Klauser, der eine Gewichtsklasse höher als im Freistilbewerb antritt, fordert Hörmann über die volle 6 Minuten Distanz, muss aber schlussendlich den 9 zu 2 Punktesieg des Götzners anerkennen. Das Blatt dreht sich, der KSV führt mit 22 zu 21. Das nächste Aufeinandertreffen ist Abdrakhman Kenesarin, der dominierende Mattenkämpfer im Duell mit Marco Begle. Nach 2 Minuten 34 siegt der Lokalmatador durch technische Überlegenheit und bringt den KSV wieder in Führung. Noch zwei Kämpfe im Ländli Derby Nummer 3 bringt der KSV Götzis den 4-Punkte-Vorsprung über die Ziellinie, oder können die Gäste aus Klaus nochmals zurückschlagen? Routinier Martin Kugler vom KSV trifft in der 88-Kilo-Klasse auf Klaus Youngster Paul Meyer. Und der junge Klauser nimmt von Beginn weg das Heft in die Hand, führt nach Runde 1 mit 15-0 Punkten. Im zweiten Durchgang sammelt Meyer Punkt um Punkt und geht nach 3 Minuten 45 als 12-0 Punktesieger von der Matte. Es steht vor dem letzten Kampf des Abends 26 zu 26. Als hätte Alfred Hitchcock Regie geführt. Jetzt steppt der Bär in Götzis. Es hält niemand mehr auf den Sitzen. Wer gewinnt Ländli Derby Nummer 3 und macht den ersten Schritt in Richtung dritter Tabellenplatz? Und wie schon im Derby Nummer 1 heißt die Paarung in der Klasse bis 77 Kilogramm. André Kogler gegen Lars Matt. Alles oder nichts, heißt es für die beiden Mattensportler. Die beiden Jungs holen die letzten Körner aus ihrem Körper, fighten über die volle Distanz, ehe Matt als 3:1 Punktesieger feststeht. Wieder entscheidet der letzte Kampf des Abends über den Derby-Sieg. Und wieder heißt der Sieger Lars Matt und der KSK Klaus. Endstand im Derby 27 zu 29. Bereits am kommenden Samstag
Den 9. November um 19 Uhr kommt es zum Retourkampf in der Klauser Mittelschulhalle. Ja, auf der einen Seite ist es jetzt einmal gut, dass es wirklich ein knapper Abend war. Es ist natürlich für die Zuschauer toll, auch für Leute, die nicht viel mit dem Ringen zum Tor haben. Ist einfach bis zum Ende spannend. Alle haben Gas gegeben. Also ich muss sagen, ich bin für unsere Mannschaft da schwer zufrieden. Es sind alle Vollgas gegeben, 100%. Der letzte Kampf, der André, ist komplett am Ende, aber so soll es sein. Es ist arschknapp und klar ist blöd, dass wir verloren haben. Es tut schon weh. Aber zwei Punkte Unterschied, das können wir uns und das holen wir uns als Klusdom. Also, das hoffen wir alle. Wir haben alles gegeben heute. Es waren sehr, sehr spannende, knappe Kämpfe. Hier ein Punkt, da ein Punkt, 7-7, 7 Kämpfe gewonnen, 7 Kämpfe verloren. Es wird so knapp weitergehen und wir werden alles versuchen. Nächste Woche in Klaus. Ja, danke zuerst einmal. Spezialist bin ich noch geworden, für das bin ich noch gleich zu unerfahren in der Liga. Aber ich glaube, unsere Mannschaft macht sich dort ein Werk und es wird immer besser und besser, wie wir heute gesehen haben. Unser Ziel war, einen Vorsprung zu holen und das haben wir erfolgreich geschafft einfach und das ist gut. Ja, das Strahlen haben wir jetzt noch ein bisschen gemerkt, das heben wir uns auf nächste Woche. Es sind zwar dreimal gegen Götzes gewonnen, wir haben 3 Siege, aber es zählt noch gar nichts, weil entscheidend ist eigentlich der letzte Kampf, der zweite Finalkampf. Und da müssen wir noch einmal sagen, dass wir nicht nur dreimal gewonnen haben, sondern dass wir wirklich die Nummer 1 sind im Ländle. Und ich glaube, es ist alles noch offen, aber fürs Publikum natürlich ideal, weil es ein spannender Kampf wird. 2 Punkte Vorsprung, toll, lieber ein Vorsprung als wie ein Rückstand, aber es wird noch einmal eine heiße Kiste. Beeindruckend, wenn wir die Greco-Aufstellung anschauen, von 7 Kämpfer bei euch, 5 Jungringer. Ja, beeindruckend, das ist schon unser großer Vorteil, dass wir natürlich jetzt im heurigen Jahr oder schon die letzten Jahre mit den jungen Nachwuchssportlern, die jetzt in die Mannschaft gekommen sind, sehr viele Junioren, Eigenbauringer haben und das ist unser, ich sage jetzt mal, der große Vorteil, hoffentlich in den nächsten Jahren noch, dass wir mit diesen Eigenbauringen wirklich auf der Matte zeigen können, was wir drauf haben. Und das ist harte Arbeit und das wird jetzt langsam belohnt. Und freut mich, dass das die Jungs jetzt in der ersten Liga zeigen können. Soweit also die Bilder zum Ringer-Derby zwischen Götzis und Klaus. Am kommenden Samstag steht ebenfalls Ringen auf dem Programm. Um 19 Uhr findet der Rückkampf in Klaus statt. Wir machen weiter mit Fußball und zwar mit Nachwuchsfußball und mit einem Bundesländervergleich. Die Mädchen aus Vorarlberg in der Altersklasse U14 trafen am Wochenende auf die Alterskolleginnen aus Tirol. ÖFB U14 Bundesländermeisterschaft Mädchen West, VfV U14 gegen Tirol U14. Die mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze liegenden VfV U14 Girls treffen auf die auf Platz 3 liegenden gleichaltrigen Mädchen aus Tirol. Dabei geht die Grillelf, die vor rund 3 Wochen die Hinrundenpartie in Tirol mit 2-1 für sich entschied, als leichte Favoriten in die Partie. Die Tiroler Mädchen ganz in Blau mit dem Anstoß. Machen von Beginn weg Druck, zeigen, dass sie was aus dem Ländle mit nach Hause nehmen wollen. 2. Spielminute, Knalleffekt in Schrunz. Tirol mit Steiner und dem idealen Pass in die Schnittstelle auf Leonie Wegscheider. Die läuft 3 Vorarlbergerinnen auf und davon und schiebt die Kugel an Torfrau Einert vorbei zum 0-1 in den Kasten. Kalte Dusche für Bischof und Co. Die Ländle Girls zeigen Wirkung, kommen nicht richtig in die Partie. Es gibt kaum Torraumszenen. Alle Angriffsbemühungen verlaufen im Sand. Und so geht es mit einem 0-1 in die Pause. 2. Spielhälfte. Die Vorarlbergerinnen mit den Gedanken wohl noch in der Kabine und schon scheppert's wieder. 3 Minuten nach Wiederbeginn. Ballverlust VfV in der Vorwärtsbewegung. Hanna Steiner spielt das Leder in die Gasse auf Elena Santer, die schneller reagiert als die VfV-Defensive. Dazwischen läuft und an Torfrau Lang vorbei auf 0-2 erhöht. Sowas nennt man Effektivität. Jetzt wollen auch die Ländle-Mädchen mehr, ohne daraus Kapital schlagen zu können. Die sich bietenden Möglichkeiten nicht nutzen. 73. Spielminute.
Asia Kaier scheitert an Tirol Torfrau Kostenzer und eine Minute später verstolpert Kara Hasanovic alleine vor der Tiroler Torfrau. So bleibt auf Seiten der VfV 11 die Null stehen und die Martin-Mädchen nehmen 3 Punkte mit nach Tirol. Positiv, die VfV-Mädchen U14 bleiben weiter an der Tabellenspitze und können sich mit einem Punktegewinn gegen Salzburg am kommenden Samstag in Lautrach den Gruppensieg sichern. Ja, also vielleicht hätten wir einfach am Anfang wacher sein müssen und vielleicht haben wir nach dem ersten Tor gleich den Kopf hängen lassen. Wie du richtig sagst, nach 2 Minuten 0-1 und in der zweiten Halbzeit nach wieder 3 Minuten 0-2. War man da mit den Gedanken noch in der Kabine? Ja, am kleinen Sohn oder noch im Bett, kann man auch so sagen. Nachher war es ja ausgeglichen, oder? Ja, aber die Tiroler haben mehr gedrückt als ein verdienter Sieg an die Tiroler. Sie waren aggressiver in den Zweikämpfen, oder? Ja, genau. Oh, die Gründe waren ganz klar wichtige Zentrumspielerin, wo uns gefehlt hat und 2, wo natürlich im Urlaub sind. Grundsätzlich haben wir einfach nicht das umsetzen können, spielerisch, was wir eigentlich könnten. Und das hat nicht am Platz bringen können. Dementsprechend war Tirol einfach die stärkere Mannschaft und hat so auch die 3 Punkte verdient. War aber nicht auch im Mentalbereich etwas? Erstes Tor in der zweiten Spielminute, zweites Tor in der 43. Spielminute, also gleich immer nach Anpfiff. Ja, das würden wir definitiv analysieren. Danke für den Tipp. Haben wir eventuell ein bisschen geschlafen. Kann passieren. Würden wir auf jeden Fall mitnehmen. Aber erste Niederlage und trotzdem Kopf hoch, es geht weiter, oder? Absolut, das ist Fußball, das gehört dazu, aus den Niederlagen lernt man am meisten. Das würden wir auch mitnehmen und dann greifen wir nächste Woche gleich gegen Salzburg wieder voll an. Das Positive nehmen wir mit, oder? Das Positive und das Negative analysieren wir, lernen aus den Fehlern und machen das nächste Woche besser. Ich glaube, wir haben verdient gewonnen. Wir haben 0 Punkte gehabt nach 2 Spielen, also wir haben wirklich eine Reaktion zeigen müssen. Und das haben die Mädels halt perfekt umgesetzt. Also ich bin sehr, sehr zufrieden und ich glaube, das war 2-0 war in der Höhe verdient. Und jetzt geht's weiter. Jetzt rollen wir das Feld von hinten auf, oder wer? Genau, das wäre der Plan. Ich meine, wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand. Jetzt müssen wir gegen Salzburg gewinnen und Vorarlberg gegen Salzburg verlieren. Aber wir haben jetzt einmal mit dem 2-0 gezeigt, dass wir noch nicht ganz tot sind. Tirol 14 Mädchen lebt. Die Tirol U14 hat immer schon gelebt und jetzt haben wir endlich auch Punkte in der Tabelle und das freut mich sehr. Danke und gute Heimfahrt. Danke. Als Handwerker, das ist immer die Frage, glauben wir das? Ich sprich aus Erfahrung. Willkommen zurück im Studio von Ländle TV hier bei uns auf Ländle Sport. Und wie unschwer zu erkennen ist, wir haben jetzt einen Studiogast bei uns. Herzlich willkommen, Marc Brucker von Turnsport Vorarlberg. Danke, grüß Gott. Danke für die Einladung. Ja, Marc, in Kürze steht das letzte Turnhighlight des Jahres auf dem Programm, zumindest auf Vorarlberger Boden. Die 52. österreichische Jugendmeisterschaft im Kunstturnen männlich findet in Hohenheim statt. Für einen Verband eine tolle Sache, oder? Ja, absolut. Wir haben im heurigen Jahr geschaut, dass wir so viel wie möglich Staatsmeisterschaften ins Lände holen. Nicht zur Freude aller Beteiligten, für den Verband, für die Zuschauer und für die Eltern. Großeltern ist das natürlich eine tolle Angelegenheit, kurze Anreisewege. Aber die Jungen sind natürlich schon immer sehr gern unterwegs und fahren schon gerne mal in Wien oder in die anderen Bundesländer. Aber für uns als Verband ist das natürlich eine tolle Sache. Man
kann sich also freuen auf die Heimspiele sozusagen. Ja, kann man sich auf jeden Fall. Schon wie bei der Elite ist es so, dass die Burschen sehr gut vorbereitet sind. Wir haben leider Gottes mit einigen Ausfällen zu kämpfen. Dominik Rexer hat sich leider Gottes schwer verletzt bei der letzten Übung in Cottbus beim Weltcup. Aber in den anderen Klassen und auch in seiner Klasse, da sind wir zuversichtlich, dass unsere Burschen schon liefern. Also hi nun in der Turnhalle der Sportmittelschule in Hohenems. Ganze Wochenende geht's rund, 9. 10. November. Genau. Du hast es vorher erwähnt, Marc, der Vorarlberger Turnsportverband hat einige hochkarätige Veranstaltungen selbst organisiert, unter Anführungszeichen, im vergangenen Jahr, in diesem Jahr. Warum das Ganze? Wieso ist es üblich, dass zum Beispiel ein Verband Veranstaltungen organisiert? Ja, das hat eigentlich zwei Gründe. Zum einen ist es natürlich mit diesen Veranstaltungen im Ländle natürlich auch einiges an Geld zu generieren. Die Manpower aufzubringen ist die eine Sache, aber das haben wir in Zusammenarbeit mit unseren Vereinen sehr gut hinbekommen. Das waren laut Turnsport Austria waren es Vorzeigeveranstaltungen, alle Staatsmeisterschaften, die wir durchgeführt haben. Da haben wir auch sehr viel Erfahrung, aber es ist natürlich auch so, dass man sich sehr viel an Reisespesen erspart. Wir haben immer sehr viele im Nationalteam und das sind dann teilweise schon 20, 30, 40 Leute unterwegs und die dann 4 Tage unterzubringen etc. Also das Geld sparen wir uns dann sehr gern ein, um es dann lieber wieder im Sport einzusetzen und das ganze Trainingsniveau dadurch anzuheben, dass wir die Professionalität mit zusätzlichen Trainern nach oben schrauben können. Stichwort Professionalität, nicht nur bei den Jungs ist Turnsport Vorarlberg sehr gut unterwegs, auch bei den Mädels. Stichwort Leni Bohle, hat's ja auf im Moment. Über die Leni braucht man gar nicht viel zu sagen, glaube ich. Das haben die Medien die letzten Wochen und Monate sehr gut erledigt. Die Leni ist auf einem sehr guten Weg. Ist mit unserem Landestrainer, mit Daniel Rexer, natürlich, das ist ein eingespieltes Team, das ist auch der Grund, warum sie noch wartet, in das Leistungszentrum nach Linz zu wechseln. Die Notwendigkeit war noch nicht gegeben, wie die Ergebnisse zeigen, auch noch nicht notwendig. Leni ist auf einem sehr guten Weg, ist ein super Vorbild für alle anderen Mädels und abgesehen von der Leni sind natürlich schon einige andere jungen Damen auch da, die in die Fußstapfen von der Leni treten könnten. Aber jetzt hoffen wir mal in erster Linie, dass uns die Leni noch sehr lange erhalten bleibt. Sie ist ja noch sehr jung mit ihren 18 Jahren und definitiv eine Hoffnung, bei den nächsten Olympischen Spielen im Turnsport wieder mit dabei zu sein. Großartige Neuigkeiten. Also von Turnsport Vorarlberg bleibt nur noch eines, die Halle. Hallenthema immer allgegenwärtig für die Turner, Land auf, Land ab. Es gibt zu wenig Hallen. Wie da der derzeitige Stand bei euch? Ja, es gibt, also wir sind sehr zu, also man muss es trennen. Wir sind mit im Olympiazentrum mit unseren olympischen Sportarten seit vielen Jahren schon aktiv. Da gibt es immer wieder natürlich Dinge, die besser laufen könnten. Die thermischen Themen, gerätetechnisch sind wir natürlich schon in einem sehr fortgeschrittenen Alter. Aber wir bemühen uns auf dem Verband sehr stark, seit einigen Wochen das Bundesnachwuchszentrum nach Vorarlberg zu bekommen, was dem Ganzen an zeitlichen Schub geben würde. Das ist unser oberstes Ziel. Zum einen, weil wir die besten Kunstturner hier haben, zum anderen, weil wir die besten Trainer engagiert haben, die auch, also beide Trainer aus dem Kunstturnbereich sind auch Nachwuchsnationaltrainer. Insofern macht eigentlich nur Vorarlberg Sinn. Das haben wir ihnen auch so ausgerichtet und hoffen, dass wir das durchbringen. Was das andere Hallenthema betrifft, ja, grundsätzlich ist es so, Hallen gibt es eigentlich genug. Leider Gottes nicht unbedingt geeignet für das, was man brauchen würden. Es betrifft ja nicht nur uns, es als Verband oder als Randsport, neben den arrivierten Sportarten Fußball und Skifahren, müssen wir natürlich schauen, wie wir Geld verdienen können. Das geht natürlich nur über Events und dazu brauchen wir halt einfach Veranstaltungshallen.
Das muss nicht 10.000er Halle sein, aber ich sage jetzt mal eine Halle mit Tribünenplätzen um die 2.000, 3.000 Personen. Da lässt sich schon sehr viel machen. Ist auch ein Grund, warum wir in der Messehalle sehr früh immer schon unsere Veranstaltungen durchführen müssen, weil natürlich bis April Eishockey gespielt wird und ab August wieder Eis produziert wird. Da sind wir sehr froh, dass wir in der Halle zu sehr anständigen Konditionen unsere Veranstaltungen organisieren können. Aber es ist natürlich der Zeitrahmen ein sehr schmaler. Und die Teamturner, die sind natürlich auch nicht immer begeistert, im Frühling da ihre Veranstaltungen durchzuführen. Wir haben Anfragen über internationale Organisationen der Teamturn-Europameisterschaft. Aber die findet natürlich grundsätzlich im November statt. War jetzt gerade in Baku. Und da ist natürlich der Juni dann oder der Mai nicht unbedingt so attraktiv. Also wenn es einen Wunsch ans Christkind geben könnte, wäre es natürlich, dass da seitens der Politik in diese Richtung was unternommen wird. Also wenn es keine Multifunktionshalle ist, dann zumindest einmal diverse Hallen, die es jetzt bereits gibt, mit mobilen Tribünen aufzumotzen und den Vereinen, Verbänden die Möglichkeit geben, dort Veranstaltungen durchzuführen. Und somit natürlich wieder Geld zu haben, das dann sowieso wieder in den Sport reinfließt. Oder? Wir sind ja irgendwo immer auf Null unterwegs und das verschafft uns einfach mehr Luft. Schönes Schlusswort, Marc. Wir bedanken uns für deinen Besuch hier. Danke bei uns im auch Studio. Wir wünschen viel Durchhaltevermögen und erfolgreiche Events im kommenden Jahr. Dankeschön. Soweit also Marc Brucker von Turnsport Vorarlberg und das war es auch für diese Woche schon vom Sport hier auf Ländle TV. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch kommende Woche wieder einschalten und dabei sind. Bis dann.